Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal hier finden unter Quests und dann Dragonflight. Und da haben wir einmal den Erfolg Schlafen bei der Arbeit. Hört sich gut an. Und was müssen wir dafür machen? Wir sehen die folgenden Traumwächterin auf der Ebene von Onara an und benutzt das Emote Schlafen neben ihnen. Ist relativ simpel. Wir müssen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drachen finden und unser Makro mit Sleep benutzen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wo die sind. Ich habe mir auch schon einmal die Koordinaten rausgesucht dazu. Beim ersten befinde ich mich hier gerade schon auf den Koordinaten 29, 41. Ihr seht, wir sind hier in der Ebene von Onara. Und hier oben auf dem Berg haben wir die erste. Talisra schimpft sich die. Da gehen wir einfach hin, drücken unser Makro. Ich habe mir hier einen quasi Slash Schlafen oder Sleep, wenn ihr einen englischen Client spielt. Und dann haben wir auch schon den ersten abgehakt. Und ich würde sagen, wir fliegen die jetzt alle ab. Der nächste müsste hier unten sein. Und zwar auf den Koordinaten 33, 53, da fliegen wir jetzt einfach einmal hin, hätte ich gesagt. Und schauen, ob wir den direkt finden. So, ich schätze mal, der ist irgendwo da unten, oder? Hier vielleicht? Ah, da am Wasserfall ist er dran. Da machen wir jetzt auch wieder unser Makro drauf. Und dann haben wir einen weg. Und ich versuche jetzt mal, die Namen auszusprechen. Felriasra? Irgendwie sowas. Ihr seht, hier unten sind wir jetzt, hier in dem Wasserfall. Dann fliegen wir jetzt zum nächsten weiter. Und zwar müssen wir jetzt einmal hoch, hier ein bisschen über den Flugpunkt. Da sind zwei relativ nah beieinander. Jetzt muss ich mal gucken, ob der oben oder unten ist. Also hier sieht schon mal eher schlecht aus. Ich vermute mal, der ist oben. Schauen wir mal, ob wir genug Elan haben. Also einmal hier oben. Wen haben wir denn da? Das ist er nicht. Das ist er wahrscheinlich auch nicht. Neun. Klicken wir nochmal mein Makro, dass wir alle sehen. Der müsste eigentlich genau hier sein. Nee, den müssen wir nicht machen. Dann ist er vielleicht doch unten, oder? Oder er hängt dann irgendwo in der Wand drin. Oder ich muss in die Höhle rein. Ah, da ist er. Seht ihr, er ist in der Höhle drin. Eretzra heißt der. Okay, dann drücken wir nochmal das Makro. Dann haben wir den dritten. Dann brauchen wir jetzt noch 1, 2, 3. Die anderen haben wir schon geholt. Also das war jetzt anscheinend nur für den Höhleneingang. Okay, verstehe. Deswegen waren die auch so nah beieinander. Gut, dann flattern wir mal weiter. Hier haben wir noch einen, da haben wir noch einen und hier haben wir noch einen. Also das war jetzt auf den Koordinaten 30, 62. Und hier müsste der nächste sein. Irgendwo da hinten drin. Ah, da schläft nochmal einer. Dann drücken wir auch nochmal hier unser Makro. Dann haben wir den auch. Der heißt Seilisra. Und der befindet sich jetzt hier auf den Koordinaten 25, 65. Dann flattern wir weiter zum Portal hinter. Und zwar hier. Da müssten wir Ilesara oder irgendwie so haben. Und zwar auf den Koordinaten 18, 53. Gucken wir, ob wir die gut finden. Einmal durchs GS durch. Und wo ist sie? Ich sehe sie. Ah, da hinten haben wir sie. Nee. Ah, die ist da im Gebüsch drin. Seht ihr sie? Haben wir auch unser Sleep-Makro drauf? Und dann haben wir jetzt nur noch eine einzige, und zwar Lusidra. Ich hoffe, da kommen wir jetzt noch mit Melan hin. Und zwar ist die relativ weit ganz da hinten. Seht ihr? Da müssen wir hin. Und das ist einmal auf den Koordinaten 19, 82. Ja, ein bisschen Elan haben wir noch geholt. Da hinten, da war ich noch gar nicht. Also da müssten wir jetzt mal gucken. Schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen hochkommen. Könnte knapp werden. Und dann gucken wir mal. Hier sind anscheinend ein paar verfallene Gebäude. Schauen wir nochmal ein bisschen runter, um Elan aufzuladen. Und dann schaffen wir es hoffentlich noch. Oder auch nicht. Und wir verkacken. Obwohl hier gerade kommen wir noch hoch. Also hier müsste dann irgendwo in der Nähe sein. Laufen wir da mal hoch. Ich schätze mal irgendwo da hinten, wenn wir die Treppen rumkommen. Ah, seht ihr, da sehe ich sie schon. Da liegt dann die letzte. Da machen wir dann auch nochmal unser Makro drauf.
Und dann, tada, ploppt das Achievement auf. Mehr war es tatsächlich nicht. Also ist eine relativ simple Geschichte, bringt aber auch nur 5 Achievement-Punkte. Und damit sind wir in den Quest jetzt wieder einen Punkt weiter. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.